Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch die Videos hier auf dem Kanal gefallen und in Zukunft auch keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da und unterstütze mich natürlich auch auf dem Weg zu den 1000 Abonnenten. Ihr könnt natürlich auch gerne dieses Video bewerten, kommentieren und teilen, würde mich auch extrem freuen. Und ihr könnt auch natürlich auch gerne vom Twitch-Kanal vorbeischauen. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item-Shop an. Und heute haben wir tatsächlich wieder an den Sondergeboten die ganzen Travis Scott-Items. Sie werden ja auch mindestens bis Sonntag, glaube ich, drin bleiben. Ansonsten haben wir links einen neuen Skin, und zwar den Rü-Skin. Einmal in der Standard-Variante und in der schwarzen Variante. Und der Skin gehört tatsächlich zu Shadow. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt schon mal einen Skin hatten, der jetzt neben den Battle Pass-Skins reingekommen ist und der zu Ghost gehörte. Ich glaube, wenn, dann nur sehr, sehr wenige, aber die meisten gehörten tatsächlich zu Shadow, so wie auch eben halt dieser Skin. Dazu gibt es dann die Dawn-Spitzhacke in der schwarzen Variante und in der Standard-Variante. Und dann haben wir als nächstes den Baro-Kumpel-Skin in vier verschiedenen Varianten, und zwar einmal Schwein, Rind, Vegetarisch und dann Garnele. Dann haben wir als nächstes dazu die Knödelkelle als Spitzhacke. Und dann haben wir noch den Arachne-Skin und Spinnritter-Skin. Dazu dann die Netzfetzer-Spitzhacke, die ist auch reaktiv, und zwar leuchten, glaube ich, die Augen immer mehr, umso länger man schlägt. Oder umso mehr Schaden man macht, weiß ich nicht ganz genau, steht hier leider wieder nicht direkt dabei. Und dann haben wir noch den Flugwebergleiter. Als nächstes haben wir dann noch den Mistania-Skin, dann den Spielrager, dann den Billy Bounty Mode, die Spektralhacke, dann als nächstes noch den Tagtraum-Mode und den Fingerwedler-Mode. Dann haben wir natürlich noch die ganzen Travis Scott Items, die man auch in entweder alles einzeln kaufen kann oder wo man das Ganze als Pack kaufen kann. Einmal gibt es das Astronomical Paket mit dem Travis Scott Skin in der Standard und in der T3500 Variante. Dann gibt es den Astrojack Skin auch einmal in der Standard Variante und dann im Sicko Mode. Dazu dann noch das Astro World Backpack in der Standardvariante, in der blauen Variante und in der Folge Orange Variante. Dann haben wir noch als zweites das Astronomical Ausrüstungspaket hier mit der Diamond Jack Spitzhacke, der Goosebumps Lackierung und dem Headbanger Emote. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne natürlich eine Bewertung da und schreibt mir auch gerne weitere Videovorschläge in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall extrem interessieren. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.